Hallo und herzlich willkommen zu der Videonähanleitung für den Trenchcoat Leonie. Wichtige Informationen zum Zuschnitt, zum Ausdrucken mit Ebenen oder dem passenden Material findest du in unserem E-Book. Beachte bitte unsere Stoffempfehlung, dass du Baumwolle, Jeansstoffe oder Baumwollgabardine benutzt. Die Stoffe sollten nicht zu dick sein und auch nicht dehnbar. Der Schnitt ist für nicht dehnbare Stoffe ausgelegt. Beachte bitte auch den Fadenlauf beim Schnittmuster. Das ist bei einem Trenchcoat aus nicht dehnbaren Materialien umso wichtiger. Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe. Du hast aber auch die Möglichkeit, das Schnittmuster ohne Nahtzugabe auszudrucken. Dies findest du in den Ebenenfunktionen. Wir haben neben der Nähmaschine auch mit der Overlock genäht. Wenn du keine Overlock besitzt, dann empfehlen wir dir zum Versäubern den Zickzackstich zu benutzen. Manchmal hat deine Nähmaschine auch eine Fake-Overlock-Naht.
Fangen wir an mit dem Beleg. Lege die Belege rechts aufeinander und schließe die Schulternähte. Im weiteren Verlauf nennen wir dieses Detail dann Beleg. Wenn du es zusammengenäht hast, dann versäubere die Außenkante von dem Beleg. Nun der Kragen. Lege dazu die Außen- und den Innenstoff vom Kragen rechts aufeinander und vernähe die drei Seiten. Beachte, dass eine Seite offen bleibt, die wird später an den Trenchcoat angenäht. Wenn du alles vernäht hast, schneide die Nahtzugabe an den Rundungen gleichmäßig ein, damit sich nach dem Wenden keine Stoffwulst bildet und es möglichst schön anliegt. Wende den Kragen auf die rechte Seite. Für ein sauberes Ergebnis ist es sehr ratsam, jetzt den Kragen umzubügeln. Wenn du gut gebügelt hast, steppe die Naht knappkantig ab. Dann liegt der Stoff auch schöner. Jetzt nehmen wir den Gürtel. Lege die beiden Gürtelteile rechts aufeinander und vernähe nun die Seiten. Aber Achtung, du solltest eine Aussparung für die Wendeöffnung lassen. Die sollte nicht zu klein sein, sonst dauert das Wenden einfach länger. Wenn du den Gürtel auf die rechte Seite gewendet hast, dann bügle ihn gut durch. Dann steppst du alles knappkantig entlang der vier Seiten ab. Mit dem knappkantigen Absteppen wirst du auch gleichzeitig die Wendeöffnung schließen. Kommen wir zu der Lasche an den Ärmel. Bügle dazu die Nahtzugabe zur linken Seite um. Markiere dir auf der Lasche der Länge nach die Mitte und klappe die Seiten zusammen. Nähe anschließend mit einem Geradstich entlang der markierten Mitte. Öffne nun die Lasche und lege die Seiten links aufeinander. Wenn du
Wenn du es geöffnet hast, kannst du gerne noch einmal durchbügeln, dann hast du es wieder einfacher beim Absteppen. Wenn du absteppst, dann steppe die Kanten knappkantig ab. Lasse dabei die kurze Seite offen, diese wird später in den Ärmel eingenäht. Wiederhole auch den Vorgang für den zweiten Ärmelklappe. Nehmen wir jetzt die Gürtelschlaufen. Klappe die Nahtzugabe nach innen um und steppe anschließend knappkantig die offene Kante ab. Wiederhole diesen Vorgang auch für die anderen Gürtelschlaufen. Kommen wir zu den Rüschen. Versäubere die Unterkante von allen drei Rüschenteilen. Klappe anschließend die Saumzugabe nach links und nähe diese mit einem Geradstich fest. Ein Tipp dabei, nummeriere dir die Rüschen, damit du dich später nicht verwechselst. Ich habe die Rüschen mit der Overlock gekräuselt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie du kräuseln kannst, zum Beispiel mit einem Framilolband oder mit der Nähmaschine. Diese Möglichkeiten haben wir alle ausführlich im E-Book behandelt. Alternativ haben wir auch dazu Videos gemacht. Hier würde es sich anbieten, diese Videos genauer anzugucken. Hier zeige ich, wie ich mit der Overlock genäht habe. Dazu musst du einige Einstellungen vornehmen. Dazu habe ich die Fadenspannung der beiden Nadeln ganz hoch gestellt. Das sind die beiden linken Einstellungsrädchen bei mir. Alle anderen habe ich genauso gelassen wie normalerweise. Einmal durchgenäht und schon ist die Rüsche gerafft. Übertrage die Markierungen, wo die Rüschen sitzen werden, auf den Hinterteil. Nachdem du die richtige Linie gefunden hast, fixiere die Rüschen mit einem Zickzackstich zum Beispiel auf den Markierungen. Da ich mit der Overlock genäht habe, ist meine Oberseite schön versäubert. Wenn du zum Beispiel mit der Nähmaschine genäht hast, hast du jetzt die Alternative, zum Beispiel mit einem Band zu versäubern, dass du die Naht gar nicht mehr siehst. Alternative ist aber auch, wenn du eine Nahtzugabe dazu gibst, das hochgeklappt absteppst und dann umknickst und dann nochmal absteppst, dann siehst du gar keine Naht mehr. Fixiere die Rüschenseiten auf der Seite des Rockteils, zum Beispiel mit einer Stecknadel. Lege anschließend das Rockrückteil 2 rechts auf rechts auf das Rüschenteil und nähe die beiden Teile zusammen. Anschließend kannst du knappkantig absteppen. Wiederhole diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Lege den Rockvorderteil rechts auf das Rockrückenteil und nähe die Außenkante zusammen. Versäubere die Unterkante des Rockes. Forme die einseitig laufenden Liegefalten und fixiere diese mit Hilfe von Stecknadeln. Die Faltenrichtung ist Geschmackssache und kannst du selbst entscheiden.
Kommen wir zum Rückenkoller. Versäubere dazu die untere Kante. Anschließend klappe die Saumzugabe um und nähe diese fest. Markiere dir die Mitte sowohl des Mantels als auch des Kollars. Da kannst du später einen Knopf anbringen. Lege den Rückenkoller links auf rechts auf das Rückenteil und stecke alles fest, auch die Armöffnungen. Wenn du unsicher bist, kannst du bereits in diesem Schritt zusammennähen. Ansonsten kannst du auch warten und zusammen den Vorderteil vernähen. Lege dazu die beiden Vorderteile rechts auf das Rückenteil und schließe die Schulternähte. Achtung, die Seiten sind noch nicht vernäht. Die vernähen wir dann mit den Ärmeln zusammen. Wenn du einen Knopf anbringen willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Nun befestigen wir den Ärmel. Achte darauf, dass die Vorderseite nach vorne kommt. Stecke von der Ärmelseite aus bis zur Mitte fest und vernähe anschließend. Jetzt befestigen wir die Lasche. Die platzierst du 5 cm von der Saumkante entfernt. Fixiere die Lasche erstmal mit einer Stecknadel. Jetzt kannst du an der Spitzenecke einen Knopf befestigen. Klappe das Vorderteil auf das Rückenteil rechts auf rechts und stecke alles gut fest. Achte darauf, dass die Nähte sich treffen. Damit hast du eine schönere Passform und die Optik stimmt anschließend. Vernähe die Seiten und den Ärmel in einem Rutsch miteinander. Achte darauf, dass die Lasche nicht rausspringt, weil die muss auch in die Naht mit rein. Versäubere den Saum des Ärmels. Und klappe anschließend den Ärmelsaum um 2 cm um. Nähe diesen fest. Nun verbinden wir das Ober- und das Unterteil. Lege dazu den Rockteil rechts auf das Oberteil und nähe die beiden Seitenteile zusammen. Optional kannst du hier knappkantig absteppen. Nun geht's an den Kragen. Finde die Mitte des Kragens und stecke diesen an den Kragenmitte des Oberteils fest. Stecke den Kragen von der Mitte aus nach rechts und nach links fest. So ist die Verteilung schöner. Beachte aber, dass der Kragen nicht ganz nach vorne geht. Wenn du auf einen Schritt sicher gehen willst, kannst du hier einen Zwischenschritt machen und eine Hilfsnaht machen, bevor du den Beleg befestigst. Möchtest du gleich mit dem Beleg weitermachen, so legst du diesen rechts auf den Trenchcoat. Ganz wichtig ist aber, dass du das Belegende umschlägst. Wie das genau aussieht, kannst du entweder hier im Video sehen, du kannst auch gerne die Wiedergabegeschwindigkeit langsamer machen oder auch E-Book. Da haben wir es genau gezeigt. Das ist ganz wichtig, damit das später nicht spannt. Vernähe die Teile anschließend in einem Rutsch miteinander.
Klappe anschließend den Saum um 2 cm nach links um und nähe diesen fest. Anschließend kannst du die Naht knappkantig absteppen. Ich habe über den ganzen Mantel hinüber abgesteppt. Befestige die Gürtelschlaufen neben die Seitennähte. Dort finden wir die Position am besten. Natürlich kannst du diese auch ganz individuell entscheiden. Fixiere anschließend die Schlaufe mit einem Geradstich. Nun nur noch die passenden Knöpfe und die Knopflöcher und du bist fertig mit dem Trenchcoat. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und wir sehen uns ganz bald wieder. Weitere Schnittmuster findest du bei uns auf der Internetseite. Gerne kannst du uns auch Bilder von deinen fertigen Stücken schicken. Wir würden uns sehr darüber freuen. Außerdem freuen wir uns auch sehr übers Feedback. Tschüss!